Wie gut war eigentlich Ronaldinho? In letzter Zeit eher in den Schlagzeilen, weil er wegen gefälschter Papiere in einem Gefängnis in Paraguay gelandet ist. Früher ein Zauberer am Ball, der in seiner Karriere alles gewonnen hat, was er gewinnen konnte, aber wahrscheinlich mit ein bisschen mehr Hingabe und Ehrgeiz noch viel mehr hätte gewinnen können. Das ist seine Geschichte. Ronaldo de Assis Moreira wurde 1980 in Porto Alegre geboren. Sein Vater ertrank im hauseigenen Pool, als er 8 Jahre alt war. Seitdem war sein großer Bruder Roberto eine der wichtigsten Bezugspersonen in seinem Leben und ist bis heute als Manager an seiner Seite. Roberto war es auch, der als erstes vom Verein Grêmio unter Vertrag genommen wurde. Sein 9 Jahre jüngerer Bruder sollte später folgen. Auf dem Fußballplatz wurde auch aus Ronaldo Ronaldinho, da er meistens der jüngste und auch kleinste Spieler auf dem Feld war. Das Inho steht für klein und ist quasi wie eine Verniedlichung. Für die brasilianische Nationalmannschaft wurde er schon beim Confed Cup 99 zum besten Spieler des Turniers gewählt. Und bei Grêmio imponierte er von Spiel zu Spiel, bis er 2001 mit 21 den Schritt nach Europa wagte. Obwohl angeblich einige europäische Topclubs bereits an ihm interessiert waren, er wäre beinahe bei Arsenal gelandet, ging er für 5 Millionen zu Paris Saint-Germain, die damals noch lange nicht zu den ganz großen Namen gehörten. Wahrscheinlich aber genau die richtige Entscheidung, denn hier war er direkt ein wichtiger Teil des Teams und durfte 2002 zu seiner ersten Weltmeisterschaft. Als einer der sogenannten 3 R's, Ronaldo, Rivaldo und Ronaldinho, sollte das Turnier sein großer Durchbruch werden. Alleine sein Auftritt im Viertelfinale gegen England ist legendär. Als er das 1:1 nach einem Dribbling über den halben Platz vorbereitete und danach einen Freistoß von der rechten Seitenauslinie ganz frech zum 2:1 Endstand ins lange Eck schlänzte. Brasilien wurde Weltmeister und der 22-jährige Ronaldinho der neue Superstar des Landes. Die Topclubs standen Schlange, mal wieder und noch mehr als vorher. Aber er blieb erstmal noch in Paris, wenn auch nur für ein weiteres Jahr. Das Verhältnis zu seinem damaligen Coach Luis Fernandes war angeknackst. Denn der warf ihm immer wieder vor, sich zu viel in Pariser Nachtclubs rumzutreiben und das Training nicht wirklich ernst zu nehmen. Vorwürfe, die ihn im Laufe seiner Karriere immer wieder einholen sollten. 2003 ging er für rund 32 Millionen Euro zum FC Barcelona. Ein Meilenstein, denn was er hier die nächsten Jahre spielen sollte, war nicht von dieser Welt. Barca war in den Jahren vor seiner Ankunft verhältnismäßig schlecht. Die Ligaplatzierungen in den 3 Spielzeiten vorher, 4., 4. und 6. Mit Ronaldinho kam neues Leben ins Team und der Erfolg zurück. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten schoss er sein Team als Top-Torschütze fast im Alleingang zur Vizemeisterschaft. In den folgenden 2 Jahren übertraf er sich aber nochmal selbst. Von 2004 bis 2006 war er in 87 Pflichtspielen für Barca an 79 Toren beteiligt. Man wurde 2-mal in Folge spanischer Meister sowie Pokalsieger und gewann 2006 die Champions League. Er selber wurde 2-mal hintereinander zum Fußballer des Jahres gewählt, doch den größten Ritterschlag bekam er in einem Klassiko gegen Real Madrid 2005, als er nach einer überragenden Performance mit 2 wunderschönen Toren von den Real-Fans Standing Ovations bekam. Nochmal zum Mitschreiben. Real Madrid-Fans, die aus Respekt einen Barcelona-Spieler beklatschen, das gab's vorher erst ein einziges Mal bei Diego Maradona. Kapitän Puyol sagte später über ihn, er hat Barcelona neues Leben eingehaucht, er hat uns wieder glücklich gemacht. Ein Zitat, das perfekt zu Ronaldinhos Spielweise passt. Selten zuvor hat man jemandem auf diesem Niveau mit einer derartigen Leichtigkeit und Spielfreude gesehen. Er gilt bis heute als einer der besten Techniker und Dribbler aller Zeiten. Seine Ballkontrolle war beeindruckend. No-Look-Pässe, Übersteiger und zig andere Tricks gehörten fast zu jeder seiner Ballberührungen. Gleichzeitig war er einer der besten Spielgestalter der Welt, mit eindrucksvoller Kreativität und Spielintelligenz. Jeder erwartete eigentlich von ihm und der brasilianischen Nationalmannschaft eine überragende WM 2006. Schließlich hatten sie die großen 4 in der Offensive. Ronaldinho, Ronaldo, Adriano und Kaká. Aber sie flogen überraschend schon im Viertelfinale gegen Frankreich raus. Anstatt wie der Rest des Landes zu trauern, machte Ronaldinho das, was er mittlerweile am liebsten machte. Party. Zusammen mit Teamkollege Adriano. Bis in die frühen Morgenstunden in einem Club in Barcelona. Das kam bei vielen Fans mal so gar nicht gut an. Aber war bezeichnend für Ronaldinho in den Jahren danach. Fußball war nicht mehr Prio 1 in seinem Leben. Er spielte zwar anschließend noch eine richtig starke Saison bei Barcelona,
Aber der geringe Fokus auf Training und Gesundheit sollte sich rächen. Ab der Saison 2007-2008 waren Verletzungen immer häufiger ein Thema. Er machte in diesem Jahr nur 17 Ligaspiele und als Pep Guardiola für Frank Rijkaard übernahm, sortierte der den trainingsfaulen Superstar direkt aus. Er war zwar erst 28, aber nicht wenige waren davon überzeugt, dass er bereits seine besten Jahre hinter sich hatte. Und sie sollten Recht behalten. Er ging 2008 für 24 Millionen zu AC Milan, wurde ein Jahr später sogar Top-Vorbereiter in der Serie A, aber an seine alte Form kam er nicht mehr ganz heran, auch weil ihn viele kleine Verletzungen immer wieder zurückwarfen. Er ging 2011 zurück nach Brasilien und ließ seine Karriere bei verschiedenen Clubs ausklingen. 2018 beendete er sie im Alter von 37 Jahren. Sagen wir so, er hatte schon mit 26 alles gewonnen. National, international, individuell. Und war zufrieden damit. Vielleicht zu zufrieden, um weiter auf dem Weltklasseniveau wie bei Barcelona zu spielen. Trotzdem, mit seinen Leistungen zu Bestzeiten gehört er zu den begnadetsten Fußballern aller Zeiten. Und zum Abschluss noch ein gut gemeinter Tipp. Solltet ihr mal schlechte Laune haben oder traurig sein, schaut euch einfach eine Highlight-Compilation von Ronaldinho an. Das macht einfach nur gute Laune. Was sagt ihr zu Ronaldinho? Schreibt's in die Kommentare und denkt dran zu liken und natürlich auch zu abonnieren.